Ich bin in Saigon geboren, wobei meine Eltern aus Nordvietnam stammen, aus Hanoi, sind aber dann auch wegen des Vietnamkriegs eben halt auch geflüchtet nach Saigon und bin dann auch in Saigon dann aufgewachsen. Heute eine 6-Millionen-Stadt. So eine Flucht, das ist ja nicht so von heute auf morgen, wo man sagt, so wir hauen jetzt einfach ab. Das haben meine Eltern oder die Familie, hat sich das ganz, ganz gründlich überlegt, wie man das macht. Es gibt ja auch nicht so viele Möglichkeiten, über Land zu flüchten. Die einzige Möglichkeit ist wirklich auf das offene Meer hinaus und weg. Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass du auch dementsprechend natürlich auch ein Boot dafür brauchst. Und dieses Boot zu bauen erfordert sehr, sehr viel Zeit, sehr viel, dass du natürlich auch das geeignete Material bekommst. Und meine Großeltern, die haben in Vietnam eine Firma, wo die eben halt Eisenprodukte vertrieben haben, eingekauft haben. Und so konnten wir quasi Holz, Nägel, alles, was dazugehörte, ohne dass es auffiel, haben wir natürlich dann in großen Mengen gehabt. Und es wurde dann immer heimlich nachts an diesem Bötchen gebaut, ja, für die Familie. Und für die Menschen, die eben halt keine Möglichkeit hatten, die konnten sich quasi so eine Mitfahrt erkaufen. Ja, es wurde dann nur in Gold bezahlt, also Goldbarren, so nach dem Motto hier, wenn man wusste, dass eine Familie irgendwie heimlich an ein Bötchen gebaut hatte, konnte man dann hingehen und fragen, hier, wie viele Plätze habt ihr noch? Wir würden gerne mit unserer Familie weggehen und wir haben eine Stange Gold. Jetzt nur mal so als Beispiel. Und dann konnte man sich quasi diese Überfahrt erkaufen. Bei meiner Familie war das eben halt so, dass wir selber ein Boot gebaut haben für die Familie, für die Großfamilie. Sprich Onkel, Tanten, Cousinen, Cousins, alle haben heimlich nachts an diesem Boot gebaut. Ja, und dann irgendwann wurde dann eines Nachts entschieden, so, jetzt ist soweit, jetzt hauen wir ab. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Erwachsenen sich das vorgestellt haben. Es war auf jeden Fall so, dass wir uns jede Familie, es war also kein gemeinsamer Treffpunkt. Es würde halt auffallen, wenn einfach so eine Horde zusammentrifft. Also jeder war quasi in seinem eigenen versteckt und dann wurde es Nacht und dann wurde gesagt, okay, jetzt gehen wir alle los. Quasi sternförmig aus allen Richtungen kamen wir zu diesem verabredeten Ort. Das lag irgendwo vorne direkt auch am Meer, das Boot. Es wurde dann eben halt immer, wenn da heimlich dran gearbeitet wurde, wurde das abgedeckt. Ja, und die Erwachsenen, wie gesagt, die Verwandtschaft hatte sich eben halt eine Uhrzeit ausgemacht und dann ging man dann von allen Richtungen eben halt auf dieses Boot zu. Ja, und das war aber eben halt so, ja, man hat es so geplant, aber es hat nicht ganz funktioniert, weil wir dann doch entdeckt worden sind. Man hatte das irgendwie mitbekommen, dass die Großfamilie da irgendwas geplant hatte und wir sind dann entdeckt worden. Und ich kann mich noch erinnern, aus allen Ecken kamen die Soldaten und haben in die Luft geschossen, haben uns zusammengedrängt, ja. Und ein Teil der Verwandtschaft hat das quasi geschafft, auf dieses Boot zu kommen und ein Teil eben halt nicht. Meine Schwester und ich, wir waren 5, meine Schwester gerade mal 6,5. Wir haben es leider nicht geschafft und sind dann mit dem Rest der Verwandtschaft dann quasi zurückgeblieben und meine Eltern mit meinem kleinen Bruder, der war damals 3-4 Monate alt, die haben es dann auf dieses Boot geschafft. Mir ist dann nur erzählt worden, dass meine Mutter das natürlich mitbekommen hatte, dass meine Schwester und ich zurückgeblieben sind, ja, und sie wollte auch dann keinen Schritt weiterlaufen. Und hat dann nur geschrien, nee, meine Töchter, ich gehe hier nicht weg, meine Töchter nehme ich mit. Und aber es war halt einfach zu gefährlich. Also der Rest der Verwandtschaft, die haben quasi meine Mutter mitgeschleift, ja, mit aufs Boot. Einfach nur
raus. Und wenn du draußen bist, wenn du im Ausland bist, dann kannst du vielleicht was eher für deine Töchter unternehmen, als wenn du jetzt zurückbleibst. Ja, du weißt nicht, was dich erwartet. Und schließlich ist ja noch der Rest der Verwandtschaft da, die sich ja auch um die Kinder kümmern können. Ja, wie gesagt, meine Mutter wollte es nicht. Sie ist da mitgeschleppt worden. Und ja, wir sind dann halt geblieben und sind dann zusammengetrieben worden. Und dann sind wir, glaube ich, irgendwie auf so einen riesen Laster, alle Mann, und sind dann in so ein, ja, so eine Art Gefängnis, ja. Man kann sich das natürlich nicht vorstellen. Es ist nicht so wie ein Gefängnis hier. Das ist einfach nur so ein Lager, wo einfach so vier Baumstämme mit so ein Dach, mit so einem Bananendach, und dann wurden wir dann halt alle da drunter getrieben, und drumherum standen halt die Soldaten und haben uns bewacht. Ja, und das ein paar Tage war das dann so. Dann kamen die Soldaten, haben dann ein paar Erwachsene mitgenommen zum Verhör. Auch wir Kinder wurden verhört. Ja, wir mussten uns da aufstellen, und die haben sich natürlich auch viel erhofft. Klar, Kinder sprechen die Wahrheit, ja, aber es war halt wirklich so, dass wir vorher von der Verwandtschaft wirklich so geimpft werden: wenn du gefragt wirst, dann sagst du das und das und das. Ja, dann wurden natürlich auch nach Wertsachen untersucht, ja, und Hochzeitsringe, Eheringe. Ich weiß noch, meine Tante wollte ihren Ehering nicht hergeben. Sie hat den dann verschluckt. Ja, die hat den dann, ich weiß noch, ich habe das mitbekommen. Ich war sehr verwundert und habe halt gefragt, oh mein Gott, warum hast du das gemacht? Ja, und dann sagte sie, naja, es kommt ja irgendwann wieder raus und mir ist es das wert. Und das sollen die nicht in die Hände bekommen. Sie hat ihren Ehering, hat sie verschluckt. Und nach einer Woche haben sie uns dann entlassen, und natürlich schon so, wir beobachten euch. Also das war dann schon schwer für den Rest der Verwandtschaft dann, ja, für die Zurückgebliebenen war das natürlich sehr schwer, weil du natürlich dann ganz vorsichtig leben musst, in der Öffentlichkeit dich ganz vorsichtig bewegen musst, weil du ja überwacht wirst, kontrolliert wirst. Das ist ja die Familie, die einen Fluchtversuch unternommen hat. Dann kam ein zweiter Versuch, auch mit Familie von meinem Onkel und von meiner Tante. Und wir haben es dann Gott sei Dank geschafft. Wir haben uns quasi, aber bei dem zweiten Versuch haben wir nicht das Boot selber gebaut, haben uns eine Mitfahrt erkauft bei einer anderen Familie. Also es war ein ganz kleines Fischerbötchen, und ich weiß noch, dass wir Kinder, wir lagen unten im Deck und so wirklich wie die Ölsardinen ganz zusammengequetscht, über mir Leute, neben mir Leute, unter mir Leute, mir war furchtbar schlecht, ich glaube, ich hatte mich auch dann auch übergeben, ja, und ich durfte ab und zu mal ein bisschen aufs Deck, aber eigentlich warst du die ganze Zeit nur unten zusammengefercht und hast wirklich nur gehofft, oh mein Gott, hoffentlich geht das bald vorbei, du weißt ja auch gar nicht, wo du landest, ja. Und irgendwann eines Nachts, dann habe ich gehört, wie die Erwachsenen, es war ein großes Tumult, die haben miteinander fast gestritten. Und dann habe ich mitbekommen, wie die diskutiert haben, in welche Richtung wir fahren sollen. Sie hatten also Lichter gesehen nachts und fahren wir jetzt in die andere Richtung oder doch wieder zurück. Wer weiß, was uns da erwartet. Ja, bis irgendwann die sich entschieden haben, okay, wir schlagen jetzt die eine Richtung ein und schauen, was das ist. Und ja, es war Gott sei Dank die richtige Richtung. Es war so eine Art Bohrinsel, sag ich jetzt mal. Und ja, die haben uns dann aufgenommen, haben uns, ich weiß noch, wie das war, bei unser kleines Fischerbötchen und neben dieser riesengroßen Bohrinsel. Und dann mussten wir einzeln über so ein kleines Brett, sag ich jetzt mal, ein Verbindungsstück von dieser von unserem kleinen Fischerbötchen und von dieser riesen Bohrinsel, mussten wir da rüber. So. Frauen und Kinder natürlich zuerst, ja. Und ich weiß, meine Schwester hatte geschlafen und ich stand
auf Deck und habe nur geschrien, wo ist meine Schwester? Wir dürfen sie nicht vergessen. Und irgendwann hatte jemand dann meine Schwester geweckt und dann sind wir, ich weiß gar nicht, ob wir rübergetragen worden sind oder ob wir alleine diese kleine Verbindung rübergelaufen sind. Ich weiß noch, dass also auf dieser Bohrinsel, das war alles sehr, sehr nett. Also ich hätte das nicht erwartet. Das war ja so das erste Mal, dass ich Europäer getroffen habe und die waren sehr hilfsbereit, die haben uns ganz gut versorgt und haben sogar auch unser kleines Fischerbötchen mitgeschleppt. Das war auch sehr selten. Normalerweise, wenn die Flüchtlinge aufgenommen worden sind, dann sind die Boote direkt da vernichtet worden und versenkt worden, aber die haben unseres mitgenommen und das war so sehr beruhigend, weil ich immer gedacht habe, naja, vielleicht ist ja noch ein Kind da drin, was vergessen worden ist. Das hat mich schon sehr beruhigt. Und die haben uns dann mitgenommen und wir waren, ich glaube, in Jakarta. Und da wurde man dann wieder registriert. Da hat man dann eine kleine Hütte zugewiesen bekommen, jede Familie. Und dann wurde herausgefunden, ja, gibt es schon Familienangehörige im Ausland? Und da haben wir dann auch erfahren, dass meine Eltern in Deutschland waren. Die Träume aller Vietnamesen waren natürlich Kanada, Australien oder Amerika. Also keiner konnte sich vorstellen, dass man flüchtet über das offene Meer und man landet in Deutschland. Das war eigentlich gar nicht so der Wunsch. Aber wie gesagt, meine Eltern sind von der Kap Anamur aufgenommen worden. Und das war damals unter deutscher Leitung. Und deswegen sind wir nach Deutschland gekommen. Beziehungsweise meine Eltern haben sich dann bemüht, uns ausfindig zu machen. Und es gibt eben dieses Amt, ich weiß nicht, ob es das heute vielleicht noch gibt, das Amt für Familienzusammenfügung. Die haben das quasi organisiert und uns ausfindig gemacht. Ja, die Kinder sind auf dieser Flüchtlingsinsel. Ja, und dann wurde das irgendwann dann auch so organisiert. Meine Schwester und ich, wir haben dann eigentlich so ein Schild um den Hals bekommen und sind dann in das nächste Flugzeug, Station Frankfurter Flughafen, Deutschland, Germany, stand auch ganz groß drauf, ja, sind wir zwei Kinder in dieses Flugzeug verfrachtet worden. Und sind dann nach Deutschland gekommen. Deutschland ist schon irgendwo Heimat für mich geworden. Ja? Ich spreche Deutsch, ich träume in Deutsch, ich habe einen deutschen Mann, eine deutsche Schwiegerfamilie, ich bin in deutschen Vereinen, ich engagiere mich in der Elternarbeit, in unserer Pfarrgemeinde. Und von daher denke ich schon, dass ich sehr integriert bin, wobei ich natürlich auch, wobei mir das auch wichtig ist, dass ich sage, ich bin Vietnamesin. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig und es ist auch wichtig, dass es so nach außen kommt. Dadurch, dass ich ja doch gut Deutsch spreche, bei allen irgendwo mitmache, wird das oft von Außenstehenden auch immer vergessen. Ja, das Einzige wirklich, was die anderen daran erinnert, dass ich eben halt keine Deutsche bin, ist einfach mein Aussehen. Ich habe schwarze Haare, Mandelaugen. Aber mir ist das auch ganz wichtig, auch zu sagen, ich bin Vietnamesin und komme aber in eurer deutschen Gesellschaft sehr gut zurecht und mir gefällt das auch. Ich fühle mich eigentlich in Deutschland sehr, sehr wohl.